10 Tiere, die es nicht geben sollte. Es gibt gute Gründe, warum manche Tiere nicht existieren sollten. Von Seeungeheuern über fleischfressende Papageien wirst du gleich 10 Tiere sehen, die nicht leben sollten. Freue dich jetzt schon auf die Nummer 1. Du wirst nicht glauben, was dich dort erwartet. Sag später nicht, wir hätten dich nicht gewarnt. Absolutely. Phenomenal hunter. Very rare. Very difficult to find. Nummer 10. Sarkastischer Randkopf. Das ist der sarkastische Randkopf. Wenn Dracula ein Fisch wäre, wäre er dieser kleine braune Salzwasserfisch, der sein Maul so weit aufreißen kann, dass es 4-mal größer ist als sein gesamter Körper. Als Röhrenschleimfisch lebt diese extrem territoriale Fischart in Muscheln und leeren Schneckenhäusern im nordöstlichen Pazifik, manchmal sogar in leeren Limonadendosen. Erinnerst du dich, dass wir sagten, dieser Fisch sei territorial? Das war kein Scherz. Wenn ein anderes Meerestier auch nur in seine Nähe kommt, ist die Hölle los. Handelt es sich bei dem Eindringling um einen anderen Randkopf, liefern sich die beiden einen Ringkampf, in dem sie ihre aufgeblähten Mäuler gegeneinander pressen, als würden sie sich küssen. Meistens gewinnt der mit dem größeren Maul. Nummer 9. Riesenborstenwurm. Wolltest du schon immer wissen, wie ein Zombie-Wurm aussieht? Der Riesenborstenwurm ist das perfekte Beispiel. Er lebt auf dem Meeresgrund und ist dort der effizienteste Killer. Obwohl er blind ist, ist er ein talentierter Jäger. Dieser bis zu 3 Meter lange Wurm vergräbt 99% seines Körpers in den Meeresboden und lauert so auf seine Beute. Mit 5 Kopfantennen spürt er die vorbeischwimmenden Opfer. In diesem Moment schnappt er mit seinem Maul, Pharynx genannt, zu. Und seine Lieblingsspeise? Alles. Denn niemand ist vor ihm sicher. Er fängt und verschlingt sogar giftige Steinfische oder Kraken. All dieses Gerede über die Beute des Riesenborstenwurms bringt uns wieder zurück zu der Aussage, dass es ihn nicht geben dürfte. Er ist eine ernsthafte Bedrohung für alles Leben auf dem Meeresboden. Nummer 8. Gangeshai. Wir sind uns einig, dass das Schwimmen in Flüssen viel sicherer wäre ohne Flusshaie. Aus diesem Grund sollte es diese Tierart nicht geben. Natürlich sind Gangeshaie nicht die einzigen Süßwasserhaie, auch der Bullenhai ist ein Süßwasserhai. Tatsächlich ist er sogar bekannter als der Gangeshai. Aber Gangeshaie sind die wahren Flusshaie, da sie ihr ganzes Leben im Süßwasser verbringen und nicht in den Ozean schwimmen. Sie sind vom Aussterben bedroht, leben in Indien und gelten als besonders brutal. Aufgrund der wenigen lebenden Exemplare ist kaum etwas über ihn bekannt, außer dass er Requiemhaien sehr ähnelt, maximal 1,78 Meter groß wird und grau oder braun ist. Wir glauben, dass das Schwimmen in Seen und Flüssen einigermaßen sicher sein sollte, aber mit der Existenz dieser Haie ist dies nicht der Fall. Aus diesem Grund sollte es diese Gangeshaie nicht geben. Nummer 7. Pitohui. Denkst du bei gefährlichen oder giftigen Tieren an Vögel? Bestimmt nicht. Doch der Pitohui ist der giftigste Vogel der Welt. Der Zweifarben-Pirol lebt auf einer Insel östlich von Indonesien. Er hat einen leuchtend ziegelroten Bauch, einen schwarzen Kopf und einen kräftigen Schnabel. Aber lass dich von seinem Äußeren nicht täuschen. Dieser Vogel trägt das Nervengift Homobatrachotoxin in sich. Das Gift einer einzigen Feder kann bei einem Menschen Taubheitsgefühle auslösen. Verzichte lieber darauf, den Vogel zu essen. Während du dich von einem schmerzhaften Kratzer noch erholen kannst, können große Mengen des Giftes zu Lähmungserscheinungen und möglicherweise zum Tod führen. Der Pitohui ist laut Guinness-Buch der Rekorde der giftigste Vogel weltweit und er ist in der Tat außergewöhnlich. Bist du auch der Meinung, dass es solch einen Vogel nicht geben sollte? Die meisten Vögel verteidigen sich mit ihren Flügeln, aber dieser Vogel will etwas Besonderes sein. Nummer 6. Neuseelands Keas. Die Keas wirken wie andere Papageien mit schönen grünen Federn, einem kleinen spitzen Schnabel und einem liebenswerten Aussehen. Ihre Ernährung scheint genauso unspektakulär zu sein wie das Äußere. Sie fressen Beeren, Samen, Knospen und Insekten. Aber das ist noch nicht alles. Sie sind dafür bekannt, auch kleine Vögel und größere Säugetiere wie Schafe zu fressen. Wie und warum sollte ein kleiner Papagei ein Tier fressen, das 20-mal größer ist als er? Ich bin genauso schockiert wie du.
Raubvögel wie Adler und Falken ernähren sich bekanntlich von Tieren wie Eidechsen, Fischen und Hühnern. Aber der Kia bricht jede Regel, wenn es um den Größenunterschied zwischen Räuber und Beute geht. Die Einheimischen nennen sie freche Alpenpapageien. Und das aus gutem Grund. Kias treten Menschen gegenüber furchtlos auf und wühlen dreist in Taschen, Schuhen und Mülleimern. Wie abgebrühte Gangster. In Anbetracht dessen sind uns Dinosaurier lieber. Zumindest wissen sie, wann sie verschwinden müssen. Nummer 5. Webspinne. Diese Spinne unterscheidet sich deutlich von den über 40.000 existierenden Arten. Während die meisten Spinnen räuberische Jäger sind und ihre Beute aussaugen, ist die Webspinne die einzige meist vegetarisch lebende Spinne weltweit. Diese farbenfrohe Spinne lebt in Mittelamerika auf Akazienbäumen. Hier nutzt sie die Beziehung zwischen der Akazienpflanze und den darin lebenden Ameisen aus. Die Ameisen bieten der Akazie Schutz gegen pflanzenfressende Insekten und die Pflanze bietet im Gegenzug den Ameisen Unterschlupf in deren nahrhaften Futterkörpern. Diese stiehlt wiederum die Webspinne von den Ameisen und unterstreicht so ihr Bild der vegetarischen Spinne. Sie verfügt über ein einzigartiges Sprungvermögen. Mithilfe ihrer Beine kann sie sich 50 Mal höher als ihre eigene Körperlänge in die Luft katapultieren und jedem Feind entkommen. Ihre Verwandtschaft, die sie als Verräterin der Netzfang-Beute-Aussaug-Dynastie sieht, würde sie vermutlich am liebsten zum Teufel jagen. Nummer 4. Gabelschwanzmöwe. Möwen sind die Könige der Küsten. Tagsüber sind sie überall zu finden, nicht so die Gabelschwanzmöwe. Sie ist die einzige nachtaktive Möwe weltweit. Dieser Nachtschwärmer hat einen ungewöhnlichen schwarzen Kopf und rote, runde Augen. Während Möwen normalerweise über der Wasseroberfläche fliegen und ihr Mittagessen fangen, nutzt die Gabelschwanzmöwe ihr adaptives Nachtsichtvermögen, um zu jagen. Sie fängt Fische und Tintenfische, die nachts an die Wasseroberfläche steigen, um sich von Plankton zu ernähren und Luft zu schnappen. Eine weitere ungewöhnliche Eigenart dieser Möwen ist, dass das Männchen für den Nestbau zuständig ist. Je besser das Nest, desto eher kann er ein Weibchen anlocken. Dieser Vogel negiert alles, was wir über Möwen zu wissen glaubten. Grund genug, dass es sie nicht geben sollte. Nummer 3. Fischkatze. Katzen verabscheuen Wasser. Daher ist die Existenz von angelnden Katzen eher ungewöhnlich. Fischkatzen genießen es, im Wasser zu sein und sind von Natur aus geschickte Angler. Diese Wildkatzen haben ein dichtes, gestreiftes und gepunktetes Fell, kurze Beine und Schwimmhäute an den Pfoten mit unvollständig ummantelten Krallen, was sie zu ausgezeichneten Schwimmern macht. Fischkatzen sind gut an das Leben im Wasser in Südostasien angepasst. Zum Fischfang legen sie ihre Pfoten sanft auf die Wasseroberfläche und imitieren damit landende Insekten. Dadurch angelockt, schwimmen die Fische an die Oberfläche und genau in dem Moment packt die Fischkatze zu. Es wird noch besser. Sie kann mehrere Sekunden lang tauchen, um Vögel anzugreifen, die sich auf dem Wasser ausruhen. Ja, diese Spezies hat sicherlich keine Existenzberechtigung. Nummer 2. Inland-Taipan. Hast du dich schon gewundert, dass bis jetzt noch keine Schlange auf der Liste war? Hier kommt sie. Der Inland-Taipan ist eine giftige Schlange im Binnenland von Ost- und Südaustralien. Er wechselt je nach Jahreszeit und Temperatur seine Hautfarbe. Stell dir vor, du siehst eine Schlange, die du bereits ein paar Monate später wegen einer anderen Hautfarbe nicht mehr erkennst. Der Inland-Taipan ist eine unglaublich flinke Schlange. Bei nur einem Angriff kann sie bis zu 8 Mal zubeißen. Sie gilt als die giftigste Schlange der Erde. Pro Biss setzt sie genügend Gift frei, um bis zu 100 Menschen zu töten. Multipliziert mit 8 Bissen würde das bedeuten, dass eine Person 800 Mal stirbt. Sie heißt auch wilde Schlange. Normalerweise ist der Inland-Taipan nicht aggressiv. Aber wir denken trotzdem, dass er zu gefährlich ist, um auf der Erde zu wandeln. Nummer 1. Aalfressender Karpfen. Gäbe es kein Video, würdest du es uns nicht glauben. Das Video zeigt, wie ein Karpfen einen meterlangen Aal verschluckt. Karpfen fressen bekanntlich kleinere Fische und Plankton oder sie knabbern an großen Kadaverbrocken im Wasser. Dieser Fisch scheint jedoch alles auf einmal zu wollen. Das Video zeigt, wie der Karpfen versucht, den Aal zu verschlingen.
Obwohl sich der Aal heftig wehrte, wurde er beinahe vollständig verschlungen. Alles schien gut zu laufen, bis im bereits vollen Magen kein Platz mehr war. So konnte sich der Aal wieder herausschlängeln. Danach ist deutlich zu sehen, wie beide vor Anstrengung nach Luft schnappen. Dieses Verhalten ist unter Fischen nicht ungewöhnlich. Immer wieder lösen Nahrungskämpfe oder Territorialkämpfe solch fleischfressendes Verhalten aus. Dennoch kommen wir nicht umhin zu fragen, wie viele aalfressende Karpfen es noch gibt. Obwohl einige Leute diese Geschichte für eine Fälschung halten, würden wir trotzdem gerne deine Meinung wissen. Glaubst du, dass das Video echt ist oder nur eine geschickte Fälschung? Welches Tier hat dich überrascht? Schreib uns!